Team ist um 4 Uhr aufgestanden. Wir sehen, viele von unseren Besuchern sind gerade im Fahrerfeld, liebe Eva, zwischen Herkules, Ulrich und Afra. Da stehen jetzt 100 und ja, ziemlich genau 100 Fahrzeuge. Die anderen 17 sind schon hier in Startposition gebracht. Und da sind ganz schön viele und schauen sich die Fahrzeuge schon an. Da freuen wir uns auch auf der ganzen Strecke. Eine Riesenstimmung für Augsburg Stadt und Land. Wir fahren 180 Kilometer und können uns, glaube ich, auf eine wunderbare Route freuen. Johannes Dornhofer hat für mich eine Route rund um den Ammersee gemacht. Dort stationieren wir im Radom. Wird nicht jedem was sagen, vielleicht mal googeln oder vielleicht mal in unserer Zeitung O-Times mal nachblättern. Das Radom, eine riesengroße Abhöranlage aus den 60er Jahren, und da sind wir heute da. Und wenn wir Glück haben, und wir haben Glück, sehen wir da schneebedeckte Gipfel, liebe Fahrer und Fahrerinnen. Das können wir Ihnen auf jeden Fall mal versprechen. Auch bei mir sollten eigentlich meine Juroren sein. Ich fange jetzt mal an mit dem Jürgen Steinle, unserem Beauftragten für alle Juroren. Dann haben wir den Patrick Pschorr, das ist unser Publikumsjuror, der wahrscheinlich sich gerade ein Bild vom Starterfeld macht, den wir online rekrutiert haben. Jürgen Steinle, habe ich schon gesagt, Patrick Mainzer, schön, dass du da bist auch wieder. Und Daniel Lüttke-Wissing haben wir auch wieder mit dabei, auch irgendwo unterwegs. Und last but not least, Uli Sandner, und da freue ich mich ganz besonders, dass er heute hier ist und wieder gesund und munter mit uns die Oldtimer begrüßen darf. Aber liebe Eva, was sagst du zu Fugger Classic? Ist es deine erste Fugger Classic heute? Naja, die erste ist ja bei mir immer so ein bisschen relativ. Dadurch, dass ich in der Maxstraße wohne, kriege ich die natürlich auch immer mit. Und es ist immer ein großes Aha, wenn man in der Früh schon draußen hört, es ist was los, und ein Rollo aufmacht und dann schon die ersten schönen alten Autos da stehen. Das ist schon was ganz Besonderes. Und ich habe es zu meinem Mann heute früh schon gesagt, man merkt ja an zwei Sachen, dass man alt wird. Erstens, wenn bei Olympia die Sportler mit einmal jünger sind als man selber. Und zweitens, wenn bei einer Oldtimer-Rallye mit einmal Autos mitfahren dürfen, die gebaut worden sind, als man selber schon auf der Welt war. Und das ist jetzt tatsächlich dann schon seit ein paar Jahren der Fall, aber wenn man sich diese alten Schätzchen anschaut, das sind halt noch Autos. Also ich frage mich immer, ob in 40 Jahren die Autos, die heute im Jahr 2024 gebaut werden, wirklich auch dann bei so einer Oldtimer-Rallye mitfahren und alle in A und O, O's ausbrechen. Weil ich finde, die Autos, die heute gebaut werden, die sind praktisch und die sind natürlich auch im Rahmen der neuesten Technologien entsprechend gebaut, aber dieses Feeling, das man an diesen alten Autos sieht, diese Formensprache, dieses Leder und Chrom und so weiter, ich finde, das fehlt einfach bei den neuen, und deswegen diese alten Autos, glaube ich, die üben einfach eine riesen Faszination aus, und das merkt man ja auch, wenn man eben die vielen Besucherinnen und Besucher sieht, die heute nicht nur mitfahren, sondern wahrscheinlich auch jetzt dann heute in der Augsburger Innenstadt unterwegs sind, um diese Autos anzuschauen. Jedes Jahr ein Riesenspektakel. Ich freue mich. Ich habe gestern mal erzählt, ich kann mich erinnern, das erste Auto, das meine Familie neu gekauft hatte, war ein Ford Sierra. Uli, kannst du sagen, was das für ein Baujahr war, Ford Sierra? Wann war das? Ungefähr 90er? Früher? Okay. Und da hat VW noch Chromstoßfänger gemacht, so wie jetzt dieser MGR, wie er hier steht. Und der Ford Sierra kam aus Amerika natürlich, hat so die ersten Vollverkleideten gehabt, was heute völlig normal ist. Aber ja, auch schon einiges her. Die Starter bei der Funkerstadt Classic müssen übrigens mindestens 40 Jahre alt sein. Damit sind wir 10 Jahre strenger als der TÜV mit dem historischen Kennzeichen. Ja, ich wollte mich nochmal bedanken bei den Augsburger Hilfsorganisationen, denn die Funkerstadt Classic ist bereits im 10. Jahr ein Charity-Projekt, und unsere Gelder, die Erlöse fließen an die Augsburger Hilfsorganisationen, und da nehme ich den Mike Gebler, der hier AD mit dabei ist. Schön, dass du da bist jedes Jahr. Und natürlich den Armin Voss, der heute früh schon mit uns ab um 4 aufgebaut hat, der hier das gesamte Team koordiniert. Und gesamt auf der kompletten Strecke werden wir immer wieder ein paar Jungs und Mädchen von den Augsburger Hilfsorganisationen treffen. Dann bedanke ich mich natürlich noch bei allen Dienstleistern und vor allem bei unserem Technikdienstleister, dass es heute so schön hier klappt. Matthias Lohr, mein Bruder von der Firma Powerlights. Und nicht vergessen, wir sind klimakompensiert. Also man kann ja viel sagen, aber das nachhaltigste Auto der Welt ist und bleibt nun mal ein Oldtimer, da kann ich nichts dafür.
Wir fahren heute 180 Kilometer mit 117 Fahrzeugen und alles, was wir dort an Emissionen verursachen, wird auch in diesem Jahr, wie schon in den letzten 10 Jahren, in Zusammenarbeit mit Klimashop völlig kompensiert. Und dann starten ja unsere E-Mobilitätsfahrzeuge gegen 14 Uhr. Auch ein Dank gilt nochmal an unsere Hauptsponsoren. Natürlich, wir stehen hier direkt vor dem Hotel Maximilians. Theodor Gantenheimer geht auch schon seit 10 Jahren mit uns. Audax Leitwerk, Mercedes, Medele Schäfer, TÜV, die Classic-Abteilung, die Immobilientagemesse und natürlich, last but not least, Automobile Tierhold mit Kia, Mazda und Volvo. Vielen lieben Dank. Eva, jetzt musst du nochmal die Pause füllen, kannst du keine rumblättern. Naja, vor allem, glaube ich, hast du eine ganz wesentliche Organisation vergessen. Kann man natürlich auch schlecht machen, aber Dank an dich und dein Team. Weil ohne euch und eure Kreativität und vor allem auch eure Manpower würde diese Funkerstadt Classic nicht zum 10. Mal stattfinden. Also deswegen auch herzlichen Dank dafür, dass ihr so ein schönes Event für Augsburg auch jedes Jahr zaubert. Und ich war gestern Abend in der Bar von 3M und habe beobachtet, dass wirklich viele Besucherinnen und Besucher schon da waren und merkt man ja so, was die Menschen auch sprechen. Und da war wirklich eine große Vorfreude zu spüren und das ist, denke ich, auch dir und deinen Leuten zu verdanken, dass wir einen tollen Tag heute haben werden. Ja, und den Ball muss ich und darf ich und will ich auch gerne zurückspielen an dich und dein Team. Klingt jetzt ein bisschen wie ein Ping-Pong-Spiel, aber in der Tat, es ist so, wir haben eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt, mit dem Ordnungsamt und können hier wirklich diese Funkerstadt Classic in Augsburg in der Maximilianstraße durchführen und sind da auch sehr stolz und sehr froh drauf, weil das ist ein Bestandteil der DNA und für uns auch wichtig, dass wir die Straße beleben. Ja, es gibt keine Zufälle, es ist natürlich nicht alles planbar auf der Strecke und jetzt komme ich ganz kurz mit meiner Rede an die Fahrer und Fahrerinnen. Ich möchte nochmal an Sie appellieren, wir dürfen das hier machen in Augsburg, Stadt und Land. Bitte fahren Sie vorsichtig, die Sicherheit geht immer vor und halten Sie sich an die Geschwindigkeitsregelungen. In Augsburg ist es noch relativ entspannt. In der Ammersee-Gegend sage ich, wenn da 40 km/h steht, fahre ich nicht einmal 45, weil die blitzen dann wirklich super schnell. Das ist mein ganz großer Tipp an euch. Wir haben schon ein bisschen bezahlt dort. Ausblick auf die Route für alle, die heute hier sind. Wir starten jetzt hier in der Maximilianstraße Richtung Süden grundsätzlich und verlassen Augsburg dann über Friedberg, fahren dann Ammersee, Radom und kommen wieder rein über Schwabmünchen und Bobingen. Wir starten, ja, ich habe jetzt nicht die genaue Uhrzeit, da kann mir jemand kurz die Uhrzeit sagen, Roland? 9:30 Uhr, überziehe es 3 Minuten. Wir starten um 9:33 Uhr mit 117 Fahrzeugen. Um 12:30 Uhr begrüßen wir dann hier am roten Teppich die Fahrzeuge der Volt E-Mobilitätsrallye. Um 15:15 Uhr erwarten wir dann nach einer tollen Modeschau vom Modehaus Jung erwarten wir die ersten Fahrzeuge zurück und werden dann hier um 17:30 Uhr unsere Sieger prämieren im nicht sportlichen Bereich. Im sportlichen Bereich geht es dann ins Innere vom Hotel Maximilians. Sollten Sie, liebe Fahrer und Fahrerinnen, irgendwo eine Panne haben, Sie haben hier auf Ihrem Lanyard eine Nummer stehen, melden Sie sich sehr gerne bei uns, dass wir Bescheid wissen. Dann geben wir auch den Streckenposten weiter. Das Auto aus Reichert ist auf jeden Fall mit dem Abschleppwagen immer auf der Route unterwegs, sodass Sie also auch gut und sicher wieder mit nach Hause kommen und im besten Fall dann trotzdem, trotz Panne, mit uns Abendessen können. Vergessen Sie das bitte nicht. Sollten Sie an irgendeiner WP oder ZK eine Reklamation haben, dass Sie behindert worden wären oder irgendetwas anderes, wir können das nur berücksichtigen, wenn Sie Reklamationen unmittelbar direkt im Anschluss abgeben. Am Abend können wir es meistens nicht mehr nachvollziehen. WP3, ganz kurz für alle Fahrer, haben wir aber auch schon geschrieben. Da beginnt WP und ZK immer zur vollen Minute. Das steht im Roadbook anders, haben wir euch aber auch nochmal auf dem Anmeldebogen mit dabei gegeben. Ab 15.30 Uhr ist die Fahrerlounge geöffnet und ab 18.50 Uhr treffen wir uns dann alle zum Galaabend im Hotel Maximilians. Und jetzt von mir und von Eva Weber, gute Fahrt, Sicherheit und viel, viel Spaß heute bei bestem Wetter. Vielen Dank, dass du da bist, Eva. Gerne und gute Fahrt an alle und vor allem viel Spaß.
Das ist ein bisschen.